Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 3. Und ja, wir haben das großartige Königreich bzw. die großartige Republik Spanien wieder geeint und sind jetzt gerade daran, unsere ja, Fronten, sage ich mal, wieder neu aufzustocken. Einmal hier an der portugiesischen Grenze und später noch an der französischen. Mal schauen, dafür haben wir gerade auch ordentlich was in der Produktion drin, also ein paar Infanteriedivisionen. Hier beispielsweise mit einer Pack. Die haben wir, glaube ich, auch in Reihe. Da sieht man es plus 4. Also ich meine, dass da dann noch welche in Folge kommen. Ich glaube, dadurch wird das durch dieses kleine plus 4 angezeigt. Ja, und ansonsten wurde ich gefragt, ob ich denn nicht etwas weiteres forschen möchte. Nein, ich wurde gefragt, was denn eigentlich das Ziel dieser Kampagne ist oder das Ziel dieses Spiels. Oder mein Ziel, besser gesagt. Die müssen wir mal eingliedern in die Kommandostruktur. Und das würde ich hier unten tun. Wir gliedern sie ein in Maniplata. Blablabla, Ablehnung aus dem Grund. Den da. So. Und dann bringen wir die einfach mal. Wir gucken mal uns das Gelände an. Das können wir dann hier hinpacken. Jawohl, passt. Ich werde da vielleicht noch gucken, dass wir da ein bisschen mehr in die Richtung geben. Die können wir da eigentlich lassen. Ach, schade, dass ich die nicht, die Kavalleristen nicht zur motorisierten Infanterie irgendwie upgraden kann. Das wäre echt toll. Aber das geht leider nicht. Das ist sehr traurig. Ja, was ist das Ziel? Also wir haben mehrere Möglichkeiten, wie wir hier verfahren können. Ihr könnt gerne mir in die Kommentare schreiben, was euer primärer Weg wäre oder was ihr besser finden würdet. Ich kann kurz mal, ja, wobei wir können die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen, dann lassen wir weiterlaufen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können uns entweder der Achse anschließen, damit Deutschland, beziehungsweise erstmal kurz zum typischen Verlauf des Krieges. Es wird aller Voraussicht nach so sein, dass Deutschland Frankreich schlagen wird, Frankreich in großen Teilen einnehmen wird und der untere Teil wäre dann das sogenannte Vichy-Frankreich. Vichy-Frankreich gehört auch zur Achse, ist im Endeffekt eine Marionette von Deutschland, kann man sagen. Das bedeutet, hier ist alles Achse, 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 Achse. Ne? Hier ist alles Achse, komplett Mitteleuropa und Westeuropa, bis auf uns natürlich vorerst. Wo Portugal sich hin orientiert, weiß ich noch nicht. Vielleicht greifen sie auch gar nicht in den Krieg ein. Großbritannien werden dann noch Alliierten. Die Deutschen nehmen dann hier unten meistens noch große Teile ein. Der Rest ist dann hier immer noch Frankreich und Großbritannien. Und später die Alliierten. Wir haben hier unten auch ein bisschen was, das sieht man hier. Das wird uns wahrscheinlich auch bleiben. Sowjetunion, ja, die würde ich erstmal außen vor lassen, weil die eigentlich voll uninteressant sind als Wahl. Wir stehen ja vor der Wahl zwischen Alliierte und Achse. Wenn wir uns für die Alliierten entscheiden, haben wir einen Verfügungsspielraum in Westeuropa. Wir können beispielsweise nach Vichy, Frankreich vorrücken. Wir können in Afrika uns austoben. Wir können Italien ein bisschen ärgern und quasi so versuchen, das ein bisschen in Richtung Sieg zu drängen. Für die Alliierten natürlich. Wir können uns natürlich auch für die Achse entscheiden. Das geht mit der Republik Spanien selbstverständlich auch. Und dann bleibt uns eigentlich als Verfügungsspielraum nur Afrika. Man könnte jetzt natürlich auch hier irgendwie rüber nach in die USA reisen oder so. Das ist aber unwahrscheinlich und macht am Anfang wenig Sinn. Weil das dauert zu lange und das ist nicht wirtschaftlich. Und ich glaube, das schafft man auch nicht so richtig gut. Deswegen ist meine eigentliche Wahl sind dann die Alliierten, weil wir dann als zweite alliierte Bastion in Europa noch Fuß haben und wir eigentlich viele verschiedene Möglichkeiten haben zu agieren. Wenn wir uns für die Achse entscheiden, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit in Afrika uns auszutoben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Szenario euch besser gefallen würde. Ich persönlich würde die Alliierten präferieren. Einfach weil man da wesentlich offener, wesentlich freier in der Entscheidung ist, wie man denn spielt. Und ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Unsere Schlachtschiffe sind hier. Die Linie haben wir erstmal so ein bisschen aufgebaut. Wir können natürlich die Diplomatie ein bisschen im Auge behalten, wo Portugal sich denn jetzt gerade tummelt. Die driften aktuell wieder hauptsächlich Richtung Achse.
So, wenn Sie einer Fraktion nahestehen, könnten Sie einen Fraktionsführer Wolfram bereitstellen, weil es bei uns auch Wolfram gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Wolfram schon irgendwo kriegen. Vermutlich. Ah ja. So. Wir zählen übrigens noch nicht als Großmacht. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz äußern. Ich habe es schon mal geschafft mit, ich weiß gar nicht, Ungarn oder so. Da bin ich schon mal zur Großmacht geworden. Ich glaube, das war Ungarn. Da habe ich Ungarn gespielt, habe Rumänien eingenommen, Jugoslawien, hatte dann große Teile hier. Griechenland ein bisschen. Und ich, irgendwie konnte man da, oder war, nee, ich glaube, ich verwechsel es gerade mit Victoria 2. Da konnte man dann noch aufsteigen. Ich glaube, hier geht das nicht. So, weitere Forschung möglich? Nicht wirklich. Wir schauen mal, wie das hier weiterläuft. In der Forschung ist jetzt so das nächste Ziel, eigentlich auf motorisierte Infanterie zu gehen. Ich glaube, dann können wir auch die Kavallerie aufwerten. Das war eigentlich der Grund, warum das nicht geht. Denn wir haben in der Produktion ja noch gar keine motorisierte Infanterie. Sondern nur Panzerwagen. Und Kavalleristen könnte man dann eventuell sogar aufwerten. Das werden wir mal sehen. Produktion läuft hier eigentlich ganz gut. Das kann ich ein bisschen runterdrehen. 3,64. Verstärkung können wir runterdrehen. Upgrades können wir runterdrehen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Nachschub. Hervorragend. So. Ja, HQ und Kommandostruktur hatte ich letztes Mal schon ein bisschen geäußert. Es wurde sich auch gewünscht, dass ich ein bisschen mehr erkläre. So extrem viel gibt es gar nicht mehr zu erklären. Wir haben... Wie sage ich das am besten? Ich würde noch mal ein bisschen die Heeresorganisation etwas detaillierter erklären. Rein von der hierarchischen Ebene sollte das mittlerweile klar sein. Wir haben als niedrigste Hierarchieebene die sogenannten Divisionen, die wir auch an sich produzieren. Wir produzieren immer in Divisionen. In einer Division sind maximal 4, außer wenn man es erforscht, 5 Brigaden. Brigaden sind einzelne Einheiten quasi. Und ja, die gehören dann quasi zu einer Division. Eine Division kann eben auch ein General oder Major oder wie auch immer, Generalmajor ist es hier an der Stelle, haben. Und diese Boni von dem Kollegen werden dann direkt zugewiesen. Was noch ganz wichtig ist, die Forschung machen wir gleich weiter. Was noch ganz wichtig zu wissen ist, weil wir lesen hier gerade zu erlangende Merkmale, ist die Tatsache, dass diese Kommandanten Merkmale nur durch die Kommandantur einer Division und durch die aktive Beteiligung im Gefecht erlangen können. Also wenn ihr beispielsweise mit einer Einheit wie der hier viel in im Gebirge kämpft, mit den beiden haben wir hauptsächlich im Gebirge gekämpft, weil das Gebirgsjäger sind, dann bekommen die einen hohen Fortschritt auf das Merkmal Mountaineer. Das sehen wir hier auch, 52,10% auf das Merkmal Mountaineer. Wenn wir viel in der Stadt kämpfen, da unten ist nämlich Spezialist für städtische Angriffe, dann bekommen sie da eben auch Boni und Prozente drauf. Und so gibt es für viele verschiedene Terrorebenen, gibt es da Merkmale, die sie bekommen können. Auch durch verschiedene Situationen, die sie dann vielleicht überstanden haben oder so, sage ich mal. Hier sind 4, das gehört noch mit dazu, meine ich. Ja, das ist der indirekte Kommandoweg. Ja, beispielsweise kann man irgendwie durch Überraschungsangriffe, glaube ich, was bekommen. Oder wenn man in die Flanke fällt oder wenn man an sich sehr viel kämpft und sehr viel gewonnen hat. Hier hatte man zum Beispiel 65,3% auf das Merkmal Kampfexperte. Ja, wie gesagt, diese Kommandanten kriegen nur dadurch diese Boni und Fähigkeiten. Hier beispielsweise, vielleicht haben wir hier irgendwas. Offensivdoktrin, Logistikgenie, nee, haben wir leider nicht. Kommando. Da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, dass wir das gerade gelesen haben. Doch hier zum Beispiel Winterspezialist, der hat viel im Winter gekämpft. Also minus 50% auf Winterverluste. Macht dann durchaus Sinn, im Winter diesen Kommandanten einzusetzen und dann vielleicht sogar im HQ oder so, damit das alles durchgeschliffen wird auf alle anderen. Pionier macht durchaus Sinn, das kriegt man ja auch bei Flussangriffen, glaube ich, oder sowas. Ja, also
Das gibt es dann zu erwerben. Diese Fähigkeiten sind dann auf, wenn sie die unterste Hierarchieebene besetzen, direkt auf die Brigaden einzurechnen. Also wird direkt übergetragen. Ja, beispielsweise, wenn wir da 10% Verteidigung drauf hätten, hätte jede dieser Einheit 10% Verteidigungsbonus. Eine Hierarchieebene höher gibt es die Hälfte. Hat dieser Kommandant quasi, bleiben wir bei dem Beispiel Verteidigungsdoktrin, 10%, dann sind alle Einheiten, die unter seiner Struktur sind, alle Divisionen kriegen dann 5% Verteidigungsbonus. Und zwar diese Infanteristen, diese, diese und diese bekommen das alle diese 5%. Wenn wir in der übergeordneten, also es gibt neben dem HQ auch noch weiter übergeordnete Kommandostrukturen, Heeresführer, Heeresgruppenführer und so ein Zeug, oder dann später auch, wenn man verschiedene Regionen hat, also wenn die Fronten sehr groß sind, dann macht das durchaus Sinn, dann noch so ein übergeordnetes HQ zu machen. Wenn man die dann dazwischen schaltet, dann ist dann nochmal die Hälfte beispielsweise von dieser Defensivdoktrin, dann 2,5%, geht dann an alle HQs. Ja, beispielsweise, nehmen wir mal das Madrid-HQ, gehen wir mal da einfach davon aus. Und dann haben alle HQs nochmal den halben Bonus, das heißt 2,5%. Dann haben die auch 2,5% und die eben auch alle 2,5% Defensivbonus. So ist das. Deswegen macht das durchaus Sinn zu gucken, wie hat man seine Heeresorganisation aufgestellt, wie ist die gruppiert und so weiter und so fort. Hier unten haben wir übrigens Milizen in Bata. Das war gerade ein bisschen, habe ich gerade, hat mich gerade etwas überrascht. Deswegen musste ich da mal runtergucken. So, aber wir können wieder forschen, denn ja, ein bisschen Forschung ist fertig geworden. Das wollte ich nur an der Stelle mal kurz äußern. Und wir schauen mal. Ich habe jetzt die mobile Kriegsführung 1937. Das ist vollkommen okay. Wir sind immer 1937. Das sollte alles so weiter forschen, das passt. Dann kommen wir nämlich auf motorisierte Infanterie. Ich möchte durchaus auf motorisierte und mechanisierte Infanterie gehen. Und weniger aktuell auf Panzer, wobei ich die demnächst auch mal ein bisschen modernisieren werde. Weil für den nächsten Schritt macht das zwar durchaus Sinn, ordentliche Infanterie zu haben, auch motorisierte Infanterie, aber Panzer machen durchaus auch Sinn, vor allem wenn man selbst gegen Panzern gegenübersteht, die dann vielleicht so viel Panzerung haben, dass eine Pack nicht mal unbedingt mehr hilft. Und hier können wir auch die Packs forschen. Also da sollten wir definitiv dann auch mal einen Fokus drauf haben. So, wir haben jetzt sowieso noch einen Punkt, den wir erforschen können. Packlafette und Optik zum Beispiel. Machen wir das mal. Und damit ich keine. Ja, wobei. So. Was haben wir hier? Einheiten leiden unter Nachschubmangel. Welche Einheiten? Habe ich so wenig Nachschub in der Produktion? Ja, habe ich. So, wir werden alles mal wieder ein bisschen aufsplitten. Ah, die Milizbrigade hat jetzt natürlich nicht so viel. Wir müssen auch gucken, dass wir die IK ein bisschen hochkriegen. Industriekapazität ist wirklich eines der wichtigsten Aspekte, die wir hier haben. So, Tschechoslowakei hat abgelehnt. Wir gucken uns noch mal ein bisschen die Diplomatie an. Und zwar unserer Nachbarn. Oh, die driften aber ganz schön Richtung Achse. Wird zwar von Großbritannien beeinflusst, aber es sieht so aus, als würden sie selber Richtung Achse driften wollen. Wir können uns übrigens auch, das habe ich noch gar nicht gezeigt, wir können uns Produktionslizenzen kaufen. Das macht durchaus auch Sinn, wenn man selbst nicht so weit im Tech ist. Zum Beispiel könnten wir jetzt von den Briten uns versuchen, so einen leichten Panzer zu kaufen. Ist aktuell unmöglich. Kostet aber eine ganze Menge. Also nur einen leichten Panzer kostet uns 187,9 Dollar. Das ist wirklich eine ganze Menge. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Deutschland wähle und da versuche eine Produktionslizenz zu kaufen, da haben wir dann auch zum Beispiel den Lux als Panzerwagen oder den Panzerkampfwagen, das ist der 2F.
Ja, ich glaube, das ist der 2F. Also weit sind die noch nicht, aber die haben immerhin schon Dornier und Junkers. Oder ein Panzerjäger 1. Die Dinger haben sie schon. Eine Messerschmitt 109. Könnten wir kaufen. Ist aber einfach unmöglich. Macht da nicht mit. Und es ist schweineteuer. Seht das. Macht er wahrscheinlich nicht mit, weil wir einfach nicht an ihm orientiert sind. Wenn wir innerhalb einer Fraktion oder wenn wir einer Fraktion zugehörig sind, dann kann das durchaus passieren, dass wir Produktionslizenzen kaufen können. Und gerade deswegen macht es mit manchen Nationen auch Sinn, in der Technologie vielleicht ganz schön, schön fortschrittlich zu sein. Fortschrittlicher als andere Nationen, sowas wie zum Beispiel Jugoslawien, Ungarn, Rumänien. Gerne auch beispielsweise, ich glaube, wer kauft denn noch öfter mal Lizenzen? Ein Brasilien oder so, die kaufen auch Lizenzen. Das ist oft schon passiert oder ist mir schon oft passiert. Und die fragen ganz gerne mal an, gerade wenn man ein bisschen fortschrittlicher ist, ey, darf ich da was von euch bauen? Ne? Und dann kann man da sich ganz gut Geld mit zuverdienen, gerade zum Start. Hat das also durchaus auch einen positiven Aspekt. So, aber darum geht es jetzt ja gerade nicht. Wir spulen mal noch ein bisschen schneller vor. Wir wollen, dass hier alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Kavallerie-Infanteriewaffen 1938 werde ich jetzt abbrechen. Und haben wir noch irgendwas, was so weit ist? Ne, es sind alle 37er. Dann würde ich hier bei der Pack Lauf und Munition noch erforschen. So. Wir haben wieder irgendwo Nachschubmangel. Ah, irgendwie. Wir brauchen eigentlich, wenn sie Nachschubmangel haben, ist es nicht so ein Drama. Ich meine, das Einzige, was passiert, ist, dass sie in der Stärke noch weiter runterfallen. Wer hatte denn jetzt Nachschubmangel? Können wir mal kurz gucken. Und irgendwie sind die teilweise auch noch nicht so wirklich unmobilisiert. Also die Infanteristen hier zum Beispiel. Die sind nicht demobilisiert. Oder die hier. Warum auch immer. Politik, wir sind demobilisiert. So. Ja, ansonsten, was wir noch machen können, oder was noch relativ häufig passiert, es gibt so zwei Wege, wie man Geländeeroberung, ja, wie man Geländeeroberung einnehmen kann, beziehungsweise wie das vonstatten läuft. Wir können sie erstmal annektieren. Und versuchen irgendwo eine, das kennt man aus Europa Universalis, also es gibt ja auch Kernprovinzen und Core-Provinzen und man muss eine Provinz auch koren, in Anführungszeichen, damit man sie dann eingliedern kann. Ansonsten gibt es dann Revoltenrisiko. Anders ist das, wenn man Marionettenstaat aushebt. Das geht auch. Es hat hier aber nicht so einen großen strategischen Anreiz wie beispielsweise bei Europa Universalis, wo das durchaus viel Sinn macht, auch strategisch gesehen, einen Marionettenstaat auszuheben. Was haben wir denn hier für eine? Ach so, never mind. Wo das durchaus Sinn macht, einen Marionettenstaat auszuheben, weil wir durch diesen Marionettenstaat dann eben über diesen Marionettenstaat eine Kriegserklärung hätten, Kriegsmöglichkeit hätten, wenn der irgendwie Anspruch auf eine andere Provinz hat. Das wäre uns da in Europa Universalis ja nicht möglich, wenn wir ihn einfach nur annektieren. Hier spielt das keine große Rolle. Hier macht das mehr Sinn, weil man dann einfach ein bisschen weniger Arbeit hat, weil dieser Marionettenstaat sich von selber managt. Dafür hat man aber durch diesen Marionettenstaat keine Möglichkeit, die Armeen direkt zu beeinflussen oder sonst was. Man kann ihnen zwar irgendeinen Befehl geben, hier greift das mal an, aber das war es dann eigentlich auch schon. So, die füge ich mal zusammen. Jo, vielleicht kurz mal zur Erklärung der Fronten, da war ich ja mal vorhin schon drauf. Das ist eigentlich. Das ist eigentlich so eine Erklärung. Ich finde es sogar eine ganz gute Erklärung der Fronten, die wir aktuell haben. Der möglichen Fronten. Also die hier steht beispielsweise die Xaun-Front gegen Frankreich. Ja, das ist hier oben. Ist relativ simpel. Diese Front gegen Frankreich. Und da ist dann immer eine gewisse Erklärung. Hier steht, wir werden diese Position problemlos verteidigen können. Weil er sieht, wir haben da nur zwei Divisionen irgendwie gegen uns und die sind wahrscheinlich nicht mehr besonders groß. Also da gibt es keinen Bedarf.
Und dann steht hier auch Bedürfnisse. Dieser Kriegsschauplatz braucht im Moment keine neuen Einheiten. Dann gibt es beispielsweise die Front gegen Portugal. Und hier steht auch, wir werden diese Position problemlos verteidigen können, weil wir da ja schon eine ganze Menge haben. Aber es gibt auch sowas wie die benachbarte Front gegen Frankreich. Hier steht auch, wir werden diese Position problemlos verteidigen können, aber zwei Gebirgsjäger-Infanteristen wären nicht schlecht. Und dann kriegen wir hier gleich die Möglichkeit, das zu bauen. So, ganz einfach. Hier oben ist der sogenannte Kriegsschauplatz, und zwar Madrid-Haku. Und zu diesem Kriegsschauplatz zielt quasi Spanien. Und hier steht auch, dieser Kriegsschauplatz braucht im Moment keine neuen Einheiten, weil wir davon ausgehen, dass uns aktuell nichts passieren könnte. Wir haben keine unmittelbaren Bedrohungen und so weiter und so fort. Und hier oben sind alle unsere Truppen, die wir für diesen Kriegsschauplatz aktuell haben. Und das ist eben Madrid. Ganz simpel eigentlich. Ich nehme mal an, der hätte ganz gerne benachbarte Front gegen Frankreich. Hier oben irgendwie. Noch gebirgsjäger Infanteristen. Wir können mal gucken. Man kann ja auch per Go-To eigentlich direkt hingehen. Diese hier, ja. Also hier die benachbarte Front, wo es so viele, wo eben die Gebirge sind. Aber, ja, bauen wir aktuell erstmal nicht. Machen wir mal weiter. Das vielleicht kurz zu der Erklärung. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch schon wieder 20 Minuten um. Wir können in der Aufklärung nochmal kurz gucken, was wir aktuell überhaupt spionieren. Eigentlich gar nichts. Wir könnten mal gucken, dass wir in Deutschland vielleicht so eine Tech-Spionage machen. Das werde ich mal auf 2 setzen. Ach, das ist jetzt Italien, ne? Tech-Spionage. Vielleicht gibt es da irgendwas, wobei ich glaube, dass die durch ihren faschistisches Regime nicht so ein gutes Ziel sind. Kann mal gucken, dass da Frankreich zum Beispiel, oder ja Großbritannien, haben nicht so eine hohe Bedrohung. Da können wir mal ein bisschen Tech-Spionage machen. Eventuell bringt uns das was. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr hat es soweit gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, euer Regio. Ciao.